Hi, ich bin Pamela von der Brettspielgarde. Willkommen zu einem kurzen Überblick zu Galileo Galilei und gleich gibt es auch noch mein Fazit. Bevor es losgeht, ihr kennt das, lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr künftig nichts verpasst und dann geht's jetzt auch schon los. Ja, in dem Spiel übernimmt jeder von uns eine Rolle eines ja, mehr oder weniger bekannten Astronomen und wir beobachten Konstellationen, Objekte am Himmel mit unserem Fernrohr und ja, studieren, lernen eifrig. Zwischendurch müssen wir uns auch mit der Inquisition auseinandersetzen, die wollen uns ein bisschen das Leben schwer machen. Ja, im Spiel möchten wir Aufträge erfüllen, dafür gibt es dann Siegpunkte und zusätzlich gibt es auch noch an der Universität so Leisten, da möchten wir auch sehr weit nach oben kommen, weil das nachher auch noch Multiplikationssiegpunkte gibt. Und die Inquisition, die kann dafür sorgen, da gibt es so eine Leiste, dass wir dadurch Minuspunkte bekommen, das möchten wir natürlich verhindern und wer am Ende dann die meisten Siegpunkte von uns hat, das Spiel gewonnen. Der Kernmechanismus im Spiel ist der Aktionsauswahlmechanismus. Den bedienen wir quasi mit diesem Fernrohr. Hier können wir das Fernrohr immer 1 bis 3 Schritte quasi drehen und auf das, was das Fernrohr nachher zeigt, das können wir dann ausführen. Das heißt, man führt dann die obere und untere Aktion aus und da kann man sich aussuchen, in welcher Reihenfolge. Schön gemacht ist, dass danach das Ganze dann quasi durchwechselt. Das heißt, das Ganze rutscht nach unten. Und wir schieben das Plättchen, was unten rausrutscht, wieder oben hin. So ändert sich das immer alles und ja, die Aktionen sind auch im Laufe des Spiels upgradebar. Als Aktion kann man zum Beispiel Karten erfüllen, ne, zum Beispiel die Bedingung eines großen Objektes oder einer Konstellation. Die Karten erfüllen machen wir mit unseren Würfeln. Ne, da muss man immer eine bestimmte Stärke haben oder man muss auch verschiedene Würfel haben, um das zu erfüllen. Dadurch kommt dann aber eventuell wieder die Inquisition ins Spiel. Schön gemacht ist, dass ich die Karten auch quasi sammle und dann quasi mir so eine Art Track dahin lege aus Büchern. Und ja, mittels des Fernrohrs kann ich dann auch ja, die ganzen Boni, die auf diesen Karten sind, abschreiben und bekomme dann diese Boni. Es gibt noch andere Aktionen, da kann ich dann die Würfelaugen mit erhöhen oder ich kann auf den Leisten der Universität höher wandern und so weiter. Ja, bei den ganzen Aktionen muss man immer aufpassen, dass teilweise eben auch die Inquisitoren kommen. Dafür gibt es ja dann diese Extra-Leiste. Dafür gibt es am Ende des Spiels eben Minuspunkte auf der Hauptleiste. Deswegen gibt es auch Aktionen, bei denen man dann die Inquisitoren quasi überzeugen kann. Und dann kann man quasi auf seiner Leiste ja weiter voranschreiten und dann bekommt man eben ja weniger Minuspunkte oder gar keine Minuspunkte. Also das muss man dann auf jeden Fall auch sehr gut im Blick behalten und auch genau überlegen, wann ich was mache. Jetzt habt ihr einen groben Überblick zum Spiel bekommen und jetzt gibt es einmal kurz mein Fazit. Grundsätzlich erstmal das Thema, finde ich total cool. Ich mag ja auch so Planetarium und sowas alles, interessiert mich halt alles. Das Ganze ist auch optisch wirklich sehr schön gemacht. Das erinnert eben auch alles an die Planeten und die Sterne und so weiter. Und auch mit dem Fernrohr ist wirklich schön gemacht das Ganze. Auch dieser Mechanismus überhaupt, dass man dieses Fernrohr halt quasi bewegen kann und dann rutschen dann quasi die Aktionsfelder runter. Man bekommt neue, man kann die upgraden. Also das gefällt mir wirklich sehr gut. Das Ganze ist ein schönes Kennerspiel. Das heißt, man muss hier schon genau überlegen, wann macht man was. Ich finde es auch schön, dass man auf viele Arten hier Punkte bekommen kann. Ne, man bekommt ja quasi durch die Aufträge Punkte und dann eben auch durch die Leisten an der Universität. Und da muss man natürlich die Inquisitoren auch beachten. Man muss ja auch immer aufpassen, das finde ich halt wirklich sehr gut gemacht, dass man eben diese Inquisitoren nicht zu sehr ausreizt. Ne? Also man darf jetzt nicht zu gierig sein und halt sich die besten und coolsten Karten holen bzw. Aufträge, weil dann bekommt man ja auch wieder viele von diesen Inquisitoren. Und da muss man ja eben auch genau gucken, okay, ja, wie bekomme ich dann quasi meine Leiste hier wieder ein bisschen runter mit den ganzen Bewegungen und so weiter, weil es wird ja auch immer diese Befragung sofort ausgelöst. Und dass man da nicht dann auf der Endleiste quasi zu viele Minuspunkte bekommt. Also das ist ein schöner Kniff. Alles in allem hat uns das Spiel sehr gut gefallen. Auch zu zweit funktioniert es sehr gut. Ich glaube auch, dass es egal ist, ob man es jetzt zu zweit spielt oder mit mehreren Personen, weil sowieso jeder vor sich quasi so ein bisschen hinprotkert. Man kommt sich also kaum in die Quere bei dem Spiel. Ne? Kann Vorteil sein, kann aber auch Nachteil sein, wenn ihr lieber vielleicht Spiele habt, wo ihr ganz viel Interaktion habt. Das ist bei dem Spiel jetzt nicht so.
Ja, es ist ein schönes Kennerspiel, was wirklich schnell gespielt ist. Man hat hier auch ja, kaum Downtime. Das geht alles relativ zügig. Man muss aber eben viele Sachen beachten. Aber auch genau das gefällt uns. Das einmal zu meinem Kurzfazit. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel vielleicht auch schon gespielt habt oder ob euch das jetzt interessiert. Und dann seht ihr mich spätestens im nächsten Video. Alle vier Brettspiele, ein Brettspiel für alle. Tschüss!